Moin Moin ihr Landratten, was geht ab? Blackout ist am Start und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier in der Nähe von Leipzig. Osten. Im Osten. Ja, im Osten. Oder Annikor. Und was ist der Osten? Toll. Ja, was noch? Hier gibt es so schöne Menschen. Ja, was noch? Motorräder. Simson. Nee. Was willst ja, du sagen? Das wollte ich wissen. Ja, genau. Hier, guckt euch das mal an, was wir hier dabei haben. Und die Allerschönste gehört dir, ne? Die in der Mitte. Sag ich jetzt mal einfach so. Es tut mir leid an alle anderen. Geh dahin! Was mir als allererstes hierbei aufgefallen ist, die Felgen. Die sind so geil in so einem schönen lila Lack, der sich auch hier überall durchzieht in diesen kleinen Details, ne? Was hast du hier dran alles gemacht? Wir haben andere Griffe hier. Ja, vom BMX hast du erzählt. Sag dir das was? Ja, geil, von der EXC. Wie geil ist das umgebaut denn? Ja. Felgen lackieren lassen, breitere Felgen. Hier ein Scheinwerfer, der Klarglas besitzt. Ja, hab ich, ist mir auch schon aufgefallen. Ja, eine breitere Schwinge, die mehr Stabilität bringt. Dann noch ein paar Teile von der originalen, weil das ist eigentlich dicker wie hier. Bisschen Leistung, aber nicht viel, 60 Kubik. So ungefähr 10 PS. Ja, nicht gut, viel, das ist schon ordentlich. 85 Kubik mit ja, so 13, 14 PS. Digga, was? Das ist ja voll human. Dann hier noch ein paar Spielereien anfertigen lassen von einem Kumpel. Gibt es aber auch so zu kaufen, aber warum kaufen? Wir machen es gerne uns selber. Ne? Ihr macht es euch gerne selber, klar. Auch noch. Ja, ja, Auspuff, dies, das. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, er hat mehr umgebaut. Echt? Also viel mehr, ja. Scheiben mega geil. Aber die glänzt halt von oben bis unten, ne? Aber der lag nicht die Beule an. Schöne Zweitakter. Gleich riecht es hier. 250er. Schön. 250er, ne? Boah, ja, absolut das Teil. Ja, richtig schön. Also die gefällt mir richtig. Letzte Frage, die ich an dich habe. Wie oft putzt du die eigentlich? Zweimal am Tag oder? Ja, zurzeit bewege ich sie nicht oft, weil ich erst neu aufgebaut habe. Ja. Aber ich würde sagen, eigentlich vor jedem Treffen. Weil hier im Osten sind ganz viele Moped-Treffen, wo wir unsere Mopeds ausstellen. Und ich kenne eigentlich im ganzen Osten mega viele Leute, mit denen wir immer fahren. Und ja, also oft schon. So geil. Aber ihr könnt auch ordentlich fahren damit, ne? Habe ich mir sagen lassen. Ein bisschen. Da bin ich mal gespannt. Also er ist auf jeden Fall der Peter. Hubraum Hugo. Wollt ihr mal ein bisschen was zeigen? Richtig. Bisschen Action? Oh ja. Okay, let's go. 3, 2, 1. Problems I solve them, I run through the money, depression be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A bow in affection, I summon it. About nothing, why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a who line for nothing. I see that we different, you riding, I double my. Don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely can trust you. I told you it's short as you bagging the button. And I'ma need all of my dollars on coke, so hand me the money. Ihr habt jetzt ein bisschen Action gemacht, jetzt fahren wir ein bisschen zusammen, oder? Ja, welche nehme ich? Klar. Ich krieg die hier. Du nimmst die, genau. Die Standard, oder? Die Standard. Das ist richtig noch alles original. Echt original. 50 Kubik. Was hat die so? 2, 3 PS? 3,5? 3,5, wenn es gut kommt. Aber die hat bestimmt noch 3 oder so. Sonst kommen wieder Kommentare.
Hier ist alles legal. Jedes Moped. Es muss immer original sein und so weiter bei Simme, ne? Dabei finde ich sowas richtig geil. Du hast noch mehr gemacht, ne? Ich habe 85 Kubik drauf. 85 Kubik. Also original sind ja 3,5 PS und hier sind 14,5. 14,5. Krass. Und macht ihr das alles selber? Also baut wir ihr das alles selber? Selber, ja. Also sowas finde ich immer richtig geil. Genau. Das gefällt mir auch richtig. Die Farbe ist auch richtig schön. Ist das Originallack? Das, nee, nicht mehr leider. Aber der Look ist halt noch original. Auch hier mit dem Simson und so, das ist schon echt schön. Das sieht geil aus. Extra nochmal geputzt. Die Bremsscheibe müssen wir uns mal anschauen. Und die Bremsscheibe ist ein richtiger Kavenzmann. Sattel. Mit einem Brembo-Sattel, ne? Genau, Brembo-Sattel. 260er Scheibe. Oh. 260er Bremsscheibe auf einer Simson. Das ist so geil. Ja. Aber ich habe hier jetzt meinen Helm dabei, ich habe mein Setup, ich habe hier wieder meine 360er Kamera dabei, die normale GoPro. Ich schwinge mich jetzt auf das Teil und dann machen wir ein bisschen Action, oder? Habt ihr Bock? Ich habe Bock auf jeden Fall. Let's go. Alles klar? Let's go. Endlich ist es soweit hier. Ich weiß schon gar nicht, was geht denn hier ab? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Nein, das ist der Benzinhahn. Der Benzinhahn, der ist top. Hier. Oh nee, das wird wieder peinlich jetzt. Nein, die geht super an. Keine Kupplung. Keine Kupplung. Das Motorrad. Keine Kupplung. Ha. Das war doch nicht schlecht. Perfekt. Vier Gänge. Wie schalte ich denn nochmal? Wie war denn das nochmal? Wie beim Motorrad. Kupplung erst noch runter, rechts hoch. Ach so, ja, ja. Ich dachte, das wäre diese mit der Handschaltung. Nein. Oder so. Alles gut. Der ist drin. Der ist drin. Jetzt kommt Simme-Action. Let's fucking go. Oh, das ist so geil. Digga, der spielt hier komplett verrückt. Boah, jetzt sind wir hier in der Ostgang. Was geht denn ab? Oh, Junge, das ist so krank. Ich verlinke euch die Jungs auf jeden Fall nochmal unten in der Beschreibung, deren Instagram-Channels. Die haben so krasse Fotos, die machen. Digga, wie kriegt er die bei der Geschwindigkeit noch hoch? Da sieht man echt, dass sie viel mehr PS haben. Also meine hier, dass das Vollgas gerade. Das ist Vollgas. Junge, Junge. Das ist die Ost-Feeling, Leute. Wer fühlt es? Wer fühlt es? Digga, ich hätte auch nicht gedacht, dass das nächste Simson-Video so ein Eskalationsvlog wird. Das ist doch so geil. Ey, das ist echt verrückt. Und das mit diesen kleinen Rädern hier. Also echt, aber ich muss sagen, oh, da fällt die, oh, die 250er, Zweitakt hier fällt ein bisschen aus der Reihe. Oh. Ist das geil. Die Jungs können alle richtig gut fahren, aber hier einfach die Felgen und der Lack, also muss man ehrlich sagen, sind so schön, sieht so geil aus. Wobei da vorne dieser, ich würde schon sagen, babyblaue Tank auch richtig geil ist, ne? Also das ist einfach echt, ich bin ja norddeutscher Wessi sozusagen, ich bin ja gar nicht so aufgewachsen, ne? Ich kenne diese Simson-Kultur ja gar nicht so richtig, aber ich muss ehrlich sagen, ich find's so geil. Ich feier das. Ich find das cool. Das ist einfach irgendwie nice. So, die Dinger kann man ja fahren, wenn man, ich glaube, 15 ist gedrosselt. Richtig? Oder wenn man 16 ist offen. Boah, hier am Schleifen. Das ist schon geil. Ne? Und dann mit 16, wenn man hier so auf Dörfern irgendwo wohnt, ist man halt mobil, man kommt durch die Gegend und so auch Strecken von 20, 30 Kilometern sind mit dem Fahrrad halt dann irgendwann nervig und mit 16 hat man dann mehr Freiheiten. Das finde ich schon echt geil. Also das fühle ich. Wenn ich nicht in der Innenstadt groß geworden wäre, dann hätte ich mir bestimmt auch damals eine geholt. Ah, guck mal, jetzt hinter mir. Kann man das mit der 360-Grad-Kamera sehen? Leon, siehst du hinter mir den Wheelie? Jo, guck mal, wie der abzieht. Ich gebe Vollgas. Ich gebe Vollgas. Und er zieht im Wheelie davon.
ist das fett hier hinter mir, Doppelwheelie. Oh. Das ist so geil. Ey, das macht so Laune gerade. Ich wünschte, ich könnte das auch. Beziehungsweise hätte irgendwie die Power, um das Ding mal hochzuziehen. Also das ist schon echt heftig. Krass. One-Hander Stand-Up-Wheelie. Jetzt habe ich nicht gecheckt, dass ihr links wolltet. Das war knapp. Da hier, das ist hier die Simson-Bremse. Das hier die Simson-Bremse, die, dass sie so schwach ist, bin ich nicht gewohnt. Sehr schwach. Ja. Das hier Simson-Bremse, die muss man voll durchziehen. Das wollte ich dir doch sagen, dass die. Ja, danke, dass du mir das jetzt sagst. Ich so, ja, brems. Es passiert nichts. Ich denke mir, ja, beste Leben, da knall ich wohl jetzt rein. Nein, alles gut. Ich dachte nur mit der Bremse, weißt du, ich denke so, oh, die funktioniert ja überhaupt nicht. Du musst halt voll durchziehen, ja, ja. Ne? Alles easy. Ja, cool, die Jungs haben sich schon erschrocken. Da war es schon echt gut knapp jetzt. Da wäre ich fast reingeknallt. Oh, hier mit dem Licht. Man muss auch sagen, wir haben heute Ende Oktober. Oh, in anderthalb Monaten ist Weihnachten und wir haben 25 Grad oder nicht ganz, aber 21 Grad hier. Das ist der Wahnsinn. So geil. Das ist einfach schönes Wetter hier im Osten unterwegs. Dicke Simson-Session. Geil. Fast Crash. Hier, der Fahrradfahrer. Das wäre was für David. Boah, was? Digga, geil. Ja, ich wäre auch hier. Geil. Oh, da vorne. Der Hubraum, Hugo. Ich bin fast reingefahren. Das ist halt Kilo 23, was ist denn damit passiert? Ja, alles gut. Aber wir wollten eigentlich. Warst du auch davon ausgegangen? Ich habe gar nicht gerafft, dass wir schon da sind. Ich dachte, wir fahren geradeaus. Ja, deswegen. Wir wollten halt links rein. Wir sind halt überall nur lange Landstraßen irgendwie. Das haben wir eine Vollbremse hingelegt. Du hast eine Vollbremse? Nein, er. Und er war hinter ihm. Und ich gehe halt von halt das, was ich gewohnt bin, ne? Bremsen aus. Und ich bremse, passiert nichts. Ich denke mir so, ja moin, beste Leben. Das ist aber normal. Ja, aber es ging ja gut. Hat also ja gepasst. Bremsen trotzdem was ganz anderes. Also die gehen wirklich scheiße. Ich habe da ein bisschen Hinterrad blockiert, das hat schon gepasst. Aber sah wahrscheinlich schon knapp aus, oder? Vor allem hier. Ja, aber ich. So eine kleine Ausfahrt gemacht. Es war jetzt am Ende nochmal ganz schön knapp. Wäre ich eben fast noch hinten reingefahren. Da, man denkt halt, die Bremse, da kommt nichts. Aber also, die hat ja schon gut gebremst. Nur vom Gefühl her. Später halt. Genau, später. Du musst halt richtig reinziehen, ne? Das ist halt Unterschied zu Trommel, zu Scheibe. Das ist halt keine Hydraulik. Ja. Und das merkt man sofort. Aber hat mega Spaß gemacht. Ich habe schon gesagt, das sind so richtig Summer-Vibes hier. Über 20 Grad, zusammen eine Ausfahrt. Und ich, das Ding ist, ich habe ja gesagt, ich bin halt ein Wessi so, ne? Und ein Norddeutscher. Bei uns gibt es diese Simson-Kultur überhaupt nicht. Bei uns, ich hatte einen in meinem Bekanntenkreis jemals, den ich kennengelernt habe aus Hamburg, der hatte eine Simson. Einen, in meinem ganzen Leben. Das siehst du jeden Tag. Und hier hat das jeder, aber irgendwie kann ich das auch fühlen. So, ist geil. Ne? Nein, es ist ja auch praktisch, du kannst den Führerschein mit 15 machen, mit 14 kannst du ihn machen, mit 15 kannst du fahren. Echt? Entschuldigung. Und dann kannst du mit 15 2014 habe ich auch gemacht. Das ist so geil. 2014 habe ich meinen Führerschein gemacht, jetzt bin ich zwar. Was hier was? Immer noch. Und die Dinger sind halt. Ich mach das gleich weg. Ah, jetzt weg.
Das ist ja nur schnell so. Ja. Also wenn man dann noch was macht. Aber halt. Auch wenn du nichts machst. Du hast halt das Motorradgefühl schon. Du kannst schalten. Du hast halt nicht so viel Plastikkram, sondern das ist schön verarbeitet. Du kannst halt alles selber machen. Du kannst ein bisschen lackieren. Dann sieht er. Also ich meine, guckt euch das an. Hier. Das sieht geil aus. Ne? Eure Teile alle. Echt schön gemacht. Gefällt mir richtig gut. Vielen Dank für das Vertrauen, dass ich fahren durfte. Ne? Und wie gesagt, die Jungs sind unten in der Beschreibung verlinkt. Schenkt dem mal ein paar Herzen hier auf Instagram. Da habe ich schon das ein oder andere geile Foto gesehen. Ne? Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mal wieder was mit Simson-Action sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre ein Däumchen wie mein Träumchen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut, peace und haut rein in den Rand. I'm too.